Moin! Wir holen Minibagger, denn wir dann heute weiterarbeiten an SBG-Vorbereitungen. Das heißt, wir haben nochmal Bäume fällen, Campingplatz und wir bauen aus dem Camp Booker den ersten Spielfeld vorn. Das machen wir so ein Ticken deutlich cooler. Ne? Indem wir Bilder von dir aufhängen. Bilder von mir hängen wir auf, ne, als Ziele. Genau. Und Escoberia bauen wir hin. Ah, okay. Hm? Cool. Bilder und Escoberia, ich finde, das ist eine Top-Verbesserung für euch. Und natürlich auch für uns. Schönen Kaffee am Morgen. Ne? Haben uns natürlich schön hinter unserem Plexigläschen. Ja? Schutzfolie. Ja, Corona Safety muss sein. Da muss man wirklich sagen, da gehen wir auch keine Kompromisse ein. Der einzige Grund, warum ich hier ohne Maske rumlaufe, ist, wir haben keine Gäste. Also, die Uhrzeit natürlich nicht. So. Ja, heute haben wir hier ganz normalen Spieltag. Wir haben aber gleichzeitig natürlich auch noch unsere Campingwoche. Und wir haben halt Airsoft-Event mit 80 Leuten ungefähr. Gegens Camp Booker, da haben wir noch nicht. Wir planen das jetzt noch ein. Wir haben jede Menge Hescobär jetzt gekauft und wir haben einen Mini-Bagger für heute. Und das Feld wird heute mal richtig hier auseinandergenommen. Da wo unsere Kanone steht, die seht ihr ja. Ja, Original-Haubitze. Und da kommt jetzt also richtige Hesco-Stellung hin mit Hesco-Barriers etc., dass das richtig amtlich ausschaut. Baumfäller sind gebrieft, die schneiden schon. Die Jungs für Spielfeldbau, Camp Booker, sind gebrieft, die bauen schon. Mini-Bagger ist im Einsatz. Dann haben wir heute noch Airsoft-Event. Das seht ihr bei mir im Hintergrund. Ungefähr, naja, es werden ungefähr 100 Leute werden, schätze ich mal. Glaube ich, ganz cool. Und dann haben wir noch ungefähr 100 Leute so da zum Spielen. Ja, läuft bei uns. So kann es bleiben. So kann es sein, so kann es bleiben. So habe ich es mir gewünscht. Ja, wenn ihr euch fragt, wie so ein russischer Airsoft-Spieler ausschaut. Ja, so. Der Varic. So schaut der russische Airsoft-Spieler aus. Ne? Ja. Ja, Airsoft-Spieler sind völlig verrückte Typen. Aber richtig geil. So, die Hesco-Barriers. Ja, die tut jetzt der David aufs Spielfeld fahren. Die sind insgesamt, glaube ich, 30 Meter oder 40 Meter. Und da hinten ist der Mini-Bagger. Der wird die dann befüllen und auch die Gräben ziehen. Und danach ist vorne das Feld, das Camp Booker, so ein richtiges Militärcamp mit Haubitze, mit Hesco-Barriers, mit Gräben, mit Grabensysteme, Tanzsäcke, sonstiges. Also es wird richtig fett. Da, Hesco Nummer 1 steht schon. Dahinter ist ja quasi die Haubitze. Das wird jetzt also eine richtige Militärstellung, wie man sich das vorstellt. Könnt ihr vielleicht schon mal schauen. So schaut das dann aus. Die wird dann mit Sand gefüllt. Von der Höhe her ist die genau richtig. Ne? Also man braucht sie nicht großartig bücken. Insgesamt haben wir 30 Hescos. Jede Hesco hat 10 Meter. Also rechnerisch 300 Meter Deckungen, die wir jetzt hier verbauen. Hesco Barrier 1, Hesco Barrier 2. Hinten kommt dann 3. Insgesamt verbauen wir 10 Stück hier. A 10 Meter. Macht insgesamt 100 Meter Hesco-Barriers. Dahinter sieht ihr noch die Artillerie. Das ist dann so gestaltet wie so ein Militärcamp mit so einer Artillerie drin. Das Camp Booker, alles neu, macht der, was haben wir denn, August. Die Baumfeldtruppe im Einsatz. Ja. Wie schaut's aus? Wir kommen gut voran. Ja, ihr habt schon gesehen, ne? Da oben auf dem Hauptcampingplatz seid ihr schon fertig. Ja, jetzt geht's hier weiter. Ja. Achtung, Zahnstocherfest! Oh, einmal Zahnstocher. Jawohl. Ja, ne? Aber sieht gut aus. Oh, alles klar. Ich glaube also, wir werden da einiges schaffen. Vor allen Dingen, dass jetzt dann im September da wirklich die ganzen Leute vernünftig campen können. So wie die Heuschrecken. Guckst du an? Ja, wie die Heuschrecken, ich weiß. Brutal. Ja, richtig cool. Die nächsten Hesco-Barriers. Hier links und rechts vor den Zaun kommt jetzt eine Reihe Hescos. Schaut nicht nur schick aus, sondern ist halt ein geiler Schallschlucker.
von der Bühne aus Richtung Campingplatz. Wir haben es geschafft. Jungs, ne, das ist wie Tetris für Erwachsene. Auf jeden Fall. Ja, wir haben jetzt hier 10 Meter Hesco-Wand, dann haben wir hier praktisch die Eingänge mit Hesco-Barriers links und rechts, sodass man praktisch den Eingang ein bisschen besser kontrollieren kann. Hinten hinter dem FOH haben wir noch quer eingestellt. Da drüben quasi seht ihr auch, haben wir nochmal 10 Meter Hesco. Das wird jetzt alles mit Sand gefüllt. Zum einen nimmt es ein bisschen den Schall weg Richtung Campingplatz und zum anderen, ja, unser Thema ist ja so ein Army-Camp. Ne? Wenn es jetzt mit den Wachtürmen, mit den Hesco-Barriers, wenn es jetzt da reingeht, dann gehst du so richtig so fett ins Army-Camp. Wieder der Papierkram. Guck mal hier, meine To-Do-Liste, ich bin jetzt auf Punkt 35, was alles noch zu besorgen, zu machen ist. Von Cocktailmixer über Eismaschinen bis Campingplatzbeleuchtung, Halterungen oder was haben wir da noch, Camperstation, Entsorgung, orangenes Flatterband, Kronestationen an die Eingänge, blablabla. Fass ohne Boden. Aber je mehr Schweiß in der Vorbereitung, desto weniger Blut im Event. Wir haben noch Verpflegungsrestaurantbesprechung gemacht. Folgendermaßen sieht es aus. Wir haben ein Restaurant hier mit Pizza, Schnitzel, Burger. Dann haben wir eine Grillstation, Würstel, Nackensteaks in der Semmel, 1,50, 2 Euro. Dann haben wir unseren Asiaten. Asiatisch mit Hühnchen ohne. Dann haben wir einen Dönermann. Dann haben wir einen Barbecue-Truck und dann haben wir noch die Jungs von Delicious Delight für den Süßkram. Dazu natürlich unsere Cocktailstation, unsere Getränkestation draußen im Camp und natürlich auch im Restaurant nochmal die Bar- und Getränkestation. Also ich glaube, zu fressen gibt es mehr als genug. Natürlich auch Frühstücksbuffet, also Gastro, würde ich sagen, haben wir für jeden was dabei.